Die Highlights der diesjährigen Buchmesse sind natürlich die Handwessen-Verlage, die hier in der Halle, in der direkten Umgebung von meinem Stand zu sehen sind. Für mich selber ist einer der Highlights natürlich das Buch hier, das ganz neu erschienen ist, Die Welt der letzten Dinge, die eben dann, wenn ich das so in die Kamera so halten darf, das erste Mal eben auch Seiten zeigen, die eben mit einem Schneideplotter hergestellt sind und eben in die Tiefe des Buches verweisen. Das Buch lebt durch die Vielfältigkeit, sowohl von der Gestaltung her wie auch vom Material. Hier sehen wir ein Transparentpapier, das sich dann wiederum auf der Rückseite spiegelt. Und weiter geht es mit einer Seite, die im Schneideplotter angelegt ist, die eben auch eine Plastizität zeigt und gleichzeitig auch im übertragenen Sinne in die Vergangenheit blickt, indem man eben durch diese einzelnen Stanzungen auf die vorliegenden Seiten blicken kann.